Die Burg in der Nähe von Compiègne entstand im 12. Jahrhundert. Nach mehrfacher Eroberung, Zerstörung und Wiederaufbau in ständigen Kriegen belagerte Kardinal Richelieu 1617 die Burg und tobte sich an den Festungsmauern aus. Doch dann nahte Rettung, denn nicht nur Ludwig II. Von Bayern war ein Liebhaber von Burgen und Schlössern, sondern auch Napoleon. Jedenfalls kaufte der Korse 1810 die traurigen Überreste des einstigen Château. Ein Schnäppchen, denn seine kaiserliche Majestät mussten weniger als 3000 Francs hinblättern. Was der Eroberer auch immer mit seiner Erwerbung anstellen wollte, der missglückte Russlandfeldzug und Waterloo kamen dazwischen. Für die Entstehung der Vorzeigeburg war dann auch sein Neffe, der spätere Kaiser Napoleon III. Verantwortlich. Und mit dem in der Familie Bonaparte ausgeprägten Größenwahn ordnete er 1857 den Wiederaufbau von Pierrefonds als kaiserliche Burg an. Er dachte daran, es später zu seiner Zweitresidenz zu machen. Der Deutsch-Französische Krieg und der Sturz des Kaisers kamen dazwischen. Dann wurde noch ein bisschen weiter gebaut und 1885 war endgültig Schluss. Und so ist das unvollendete Château bis heute nur als Touristenattraktion zu sehen.